Geschäftsführerin Rehn vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Justiz würde durch das Gesetz zusätzlich belastet. Das sehr kleinteilige Gesetz von Rehn würde zu einem ungebührlichen Kontrollaufwand, zu zahlreichen neuen Streitfragen und zu vielen Verfahren vor den Gerichten führen. Einige der geplanten Strafvorschriften seien mit großem Ermittlungsaufwand verbunden. Auch nachbarschaftliche Streitigkeiten rund um den Cannabisanbau dürften sich häufen. Zudem sei kaum zu erwarten, dass der Schwarzmarkt durch die Ampelpläne zurückgedrängt wird. Linz. Zwei mutmaßliche österreichische Zechbriller sind nach tagelanger Flucht in Kroatien an einer Tankstelle festgenommen worden. Das hat die Staatsanwaltschaft bestätigt. Ein 17-Jähriger und eine 16-Jährige waren wegen des Verdachts auf versuchten Mord europaweit zur Verhandlung ausgeschrieben. Laut Polizei hatten sie am Mittwoch die Rechnung in einem Restaurant in Linz nicht bezahlt und hatten danach mit ihrem Auto die Wirtin überfahren. Sie hatte sich den Teenagern in den Weg gestellt. Der Vorfall wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Polizei geht davon aus, dass die 16-Jährige am Steuer des Wagens saß. Zur Fußball-WM der Frauen. Die Halbfinalbegegnungen stehen fest. Die Engländerinnen setzten sich mit 2:1 gegen Kolumbien durch und sicherten sich so den letzten Platz. Sie spielen am kommenden Mittwoch gegen die Australierinnen, die zuvor erst im Elfmeterschießen mit 7:6 gegen das Team aus Frankreich gewannen. Im anderen Halbfinale treten Spanien und Schweden am Dienstag gegeneinander an. Dazu werden wir in der 24 Sport. Das Wetter in Bayern, teils länger sonnig, teils bewölkt. Südwesten im Norden Schauer und Gewitterneigung bei 27 bis 32 Grad. Nachts im Norden noch Gewitter mit Abkühlung auf 16 Grad. Morgen und auch am Montag und am Dienstag weiterhin teils länger sonnig, teils bewölkt mit lokalen Gewittern. Höchsttemperaturen zwischen 24 und 32 Grad. BR24. Hintergrund. Die Stadt New York ist mittlerweile das Ziel vieler Wirtschaftsmigranten und Asylsuchenden. Werden seit April vergangenen Jahres wurden fast 100.000 Flüchtlinge aufgenommen und untergebracht. Ein riesiger Kraftakt, der mehr und mehr zu einem Problem wird. Erst letzte Woche flüchteten 150 überwiegend männliche Migranten mitten im pulsierenden Manhattan. Die Stadt reagierte sofort und brachte sie in Kirchengemeinden unter. Doch örtliche Politiker fordern eine langfristige Lösung, auch um den sozialen Frieden aufrechtzuerhalten. Geht es zunächst um den Bau neuer Unterkünfte, aber auch um Änderungen im Asylrecht. Charlotte Voss mit einem Stimmungsbild aus New York. Jeden Tag erreichen Migranten die Stadt New York und kommen Hilfesuchen zum Roosevelt Hotel ganz in der Nähe der Grand Central Station und der Shoppingmeile Fifth Avenue. Dort ist die zentrale Anlaufstelle für alle. An einem sommerlichen Tag wartet auch Mohammed aus Mauretanien auf Einlass. Der 32-Jährige hat die Nacht auf der Straße geschlafen. Im Gespräch mit dem ARD-Studio New York berichtet er von seiner Odyssee von Afrika nach Nordamerika. One month. A lot of smuggling in that country. Ein Monat. Es wird viel geschmuggelt in den Ländern. Um ehrlich zu sein, es hat etwa $12.000 gekostet. Zu Hause, so erzählt er weiter, habe er an einer Bank gearbeitet. Vor einem Jahr habe er dann beschlossen zu gehen, seine Eltern und seine jüngere Schwester zurückzulassen. Er habe amerikanische Filme im Original gesehen, sein Englisch aufzubessern. Warum hat er auf sich genommen? Das ist eine lange Geschichte. Nun, es geht um Diskriminierung und Ähnliches. Es gibt viele Probleme, die mich dazu bringen, mein Land zu verlassen. Meine Ethnie ist eine Minderheit in meinem Heimatland. Wir erleben sehr viel Diskriminierung. Momentan beherbergt das Roosevelt Hotel rund 3000 Menschen. Jeder bekommt ein Armband und ist weiß mit Bar. Im Juli hat New York rund 20 Millionen US-Dollar für Asylsuchende ausgegeben. Das sind 15% mehr als im Vormonat. Bis zum Jahr 2025, in dem die Metropole einen neuen Bürgermeister wählt, rechnet Amtsinhaber Eric Adams mit Gesamtausgaben von bis zu 12 Milliarden US-Dollar. Gebetsmühlenartig fordert der Demokrat seit Monaten mehr Geld und mehr Flächen, aber auch Änderungen am Einwanderungsgesetz. Nach den Schlagzeilen und Bildern der vergangenen Woche sind binnen weniger Stunden Notunterkünfte eingerichtet worden. Eine davon im Sunset Park in Brooklyn, eigentlich eine Freizeiteinrichtung. Die Unterkunft ist für etwa 100 alleinstehende Männer gedacht. Die Anwohner reagieren recht unterschiedlich. Ich bin etwas besorgt wegen der Sicherheit. Ich meine, ich bin Mitglied des Fitnessstudios. Ich weiß nicht, ob ich sie da
großen See oder so. Wir müssen Platz schaffen. Wir haben eine Stadt, die immer noch über viele Ressourcen verfügt. Je mehr wir also tun können, desto besser. Zusätzlich zu den ersten Notunterkünften plant die Millionenstadt weitere größere Unterkünfte für mehrere tausend Migranten. Dazu sollen riesige Zelthallen aufgestellt werden. Hauptsache, die Menschen haben erstmal ein Dach über dem Kopf. Längst hat sich auch Kathy Hochul, die demokratische Gouverneurin des Bundesstaats New York, eingeschaltet. Im lokalen Fernsehsender NY1 sagte sie, sie stehe in engem Austausch mit der Biden-Administration in Washington und dass Bewegung in die Angelegenheit komme. Für sie sei es auch wichtig, dass Migranten schneller arbeiten dürften, Geld verdienten und unabhängig werden könnten. Dafür müsste aber ihr Aufenthaltsstatus geändert werden. Mohammed aus Mauretanien hat zunächst ein ganz anderes Ziel, einen Schlafplatz. Über die neue Stadt, über das neue Land, in dem er jetzt ist, kann er noch gar nichts sagen. Er hofft einfach nur, dass alles gut wird. Charlotte Voss über die New York, die Milliarden für die